Hallo Leute, danke fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, wie ihr Action Listener behandelt, was ihr damit macht und vor allem für was ihr sie braucht. Beim Knopf hatten wir das letzte Mal noch keine Funktion und da machen wir hier btn.addActionListener, newActionListener und dann haben wir hier schon Action performed. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell. Also nochmal, Add Action Listener von dem Knopf. New Action Listener, Klammer auf, Klammer zu, Steuerung Leertaste. Für alle, die eben kein Eclipse benutzen, schreibt einfach das hier ab. Ganz einfach. Ganz oben müsst ihr noch Java AWT Event Action Event und Action Listener importieren. Und dann habt ihr hier schon einen neuen Action Listener, der jedes Mal ausgerufen wird, wenn wir auf den Knopf drücken. 1, 2, 3 gibt er jetzt jedes Mal aus, wenn wir aus dem Knopf drücken. Und wenn wir jetzt hier sagen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oder wenn wir hier sagen, erstmal eine neue Text-Area. Text-Area, Area, dann Text. Area hinzufügen. Area ist gleich new J Text Area. Set Bounds wieder. X machen wir mal 20, Y machen wir 200. Wir haben ja Platz, Breite 400, Höhe 50 haben wir immer und dann Fenster.add Area. Wenn wir das nicht adden, dann wird es eben nicht angezeigt. Und dann sagen wir einfach mal Set Text Hallo. Und wenn wir das hier ausführen und Hallo sagen, dann haben wir jetzt hier Hallo. Also hier haben wir eine Text-Area und da steht jetzt Hallo drauf. Hallo. Nochmal. Also hier haben wir ja ein. Alter, wir haben noch irgendwas im Hintergrund offen. Irgendwas von uralten Tutorials. So, jetzt nicht mehr. Nee, das war's. Also, Hallo. Da haben wir hier ein Hallo. Wenn wir jetzt hier schreiben. Irgendein, keine Ahnung, irgendwie sowas wie ein. Irgendwie noch eine. Nee, was machen wir denn? Mir fällt gerade nichts ein. Wenn wir sagen. Hallo. Plus. Text. Punkt. Text. Punkt. Get. Text. Dann sagen wir hier einfach nur Hallo. Und wenn wir jetzt hier einen Namen reinschreiben. Seppal und Co. Dann haben wir hier Hallo Seppal und Co. Hier unten können wir natürlich auch was reinschreiben, aber mein Gott, wenn wir nicht wollen, dass wir da nichts reinschreiben können, dann können wir hier einfach sagen area.setEditate editable auf false und dann haben wir hier wenn Text.getText, also von unserem Text Box die der Text Punkt equals und das Ganze nicht, dann wird die Area.setText hier durchgeführt, else Punkt setText bitte gib deinen Namen ein. Dann sagen wir hier bei dem Button können wir noch einen anderen Namen nehmen. Meinetwegen begrüßen oder sowas. Also groß begrüßen. So.
Begrüßen, bitte gebt deinen Namen ein. Oh mein Gott, wir haben den Namen falsch geschrieben. So, bitte gebt deinen Namen ein. Na, no, will er wieder nicht? So. Hallo? Schon wieder im Hintergrund was offen? Nee, gar nicht mal. Nimmt er nicht. Wir sehen hier gerade Grafikbugs, also das gefällt mir nicht. Sieht man nämlich im Video auch. Jetzt, bitte gib deinen Namen ein. Und wenn wir hier sagen, Seppal und Co., sagt er, hallo Seppal und Co. Wenn wir sagen, Marvin, dann sagt er, hallo Marvin. Und wenn wir sagen, nichts, dann sagt er, bitte gib deinen Namen ein. Das war jetzt was Einfaches. Wenn wir hier noch sagen, Fenster add window listener, new window listener, das ist ziemlich umfangreich. Activated, closed, closing, deactivated, deiconified, iconified und opened. Da haben wir hier schon extrem viele Sachen, die wir einstellen können. Also wenn das Fenster geöffnet wird, wenn das Fenster hier irgendwie deaktiviert wird, also in die Tabbar unten, die ihr hier nicht seht, weil das hier Abonnieren im Weg ist, wenn das da reinkommt, dann wird es deaktiviert, also das hier wird dann gemacht. Dann Closing heißt kurz bevor es geschlossen wird und Closed heißt, wenn es geschlossen ist. Da gebe ich aber keine Garantie drauf, dass das aufgerufen wird. Können wir einfach mal ausprobieren. So. Richtig, wird nicht aufgerufen. Also Closed gebe ich wie gesagt keine, also Closed, das betone ich nur so, dass es eben keiner verwechselt, gebe ich keine Garantie, dass es ausgerufen wird. Bei Closing gebe ich schon die Garantie dafür. Jetzt zeige ich noch kurz einen Trick, und zwar wenn wir das Default Close Operation wegmachen und hier bei Closing reinschreiben System.exit. Und zwar, wo haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für Status? Also normalerweise übergibt man da 0, aber ich weiß nicht, für was 0 steht. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Auf jeden Fall können wir hier damit gewährleisten, dass bis zum nächsten Mal. Damit können wir eben gewährleisten, dass wir hier das Fenster auf jeden Fall terminieren. Also mit System.exit brauchen wir dieses SetDefaultCloseOperation nicht auf nicht setzen, sondern da kümmert sich dann hier der Window Listener drum, dass wir hier noch irgendeine Nachricht rausschreiben und dann alles beenden. Wenn wir hier nicht wollen, dass hier Main 1 steht, dann können wir hier auf den Pfeil neben dem Run-Ding gehen und auf Run Configuration und dann auf, meinetwegen hier den Namen einfach hier rein kopieren und bei Hallo Welt auch noch Apply. Okay. Wenn wir jetzt hier ausführen, dann steht hier GUI Tutorial. Ist halt nur für den Debugger praktisch, dass man hier sieht, wo man arbeitet. Gut, das waren die zwei Listener, die ich euch zeigen wollte. Wenn man hier eben sagt, Syso, hallo und hier bis gleich und dann das hier zumacht, sagt er bis gleich und wenn ich es wieder aufmache, sagt er hallo. Bis gleich, hallo, bis gleich. Hallo und was sagt er? Bis zum nächsten Mal. Also er sagt dann nicht mehr bis gleich, weil es ja nicht deactivated wird. Es wird ja nicht in die Tabbar unten reingetan, sondern beendet. Gut, das waren die zwei Listener, die ich euch jetzt hier zeigen wollte. Wir sind noch unter 10 Minuten. Ciao.